Also in der Tat ist Leistungsdiagnostik, klingt sozusagen nur im Sinne von Leistungsverbesserung, wobei das Vorbeugen von Überlastungsschäden eine größere Rolle fast spielt. Mein Name ist Dr. Jan Schröder, aber ich höre hier auch vom Vornamen auf Jan, wenn ich von oder mit Studierenden spreche. Ich bin beschäftigt mit sowas wie Belastbarkeitssicherung und mache dann da Wirbelsäulenformdiagnostik zum Beispiel. Und das ragt auch rüber in ein anderes Forschungsfeld, wo es um Regenerationsmanagement geht. Da machen wir verschiedene Testverfahren, sportmotorische Tests oder mehr technisch-biomechanische Tests, die da durchgeführt werden. Ja, ich laufe schon eine ganze Weile und ich will jetzt demnächst einen Halbmarathon laufen und würde einfach vorher gerne wissen, wie das so haltungstechnisch bei mir aussieht, Wirbelsäule, muskulär. Ja. Weil ich das einfach beim Laufen merke auch. Ja, das ist gut. Da bist du genau richtig. Wir machen dann mal eine Wirbelsäulenformanalyse. Die Videorasterstereografie ist ein spezielles Verfahren, was wir hier auch durchführen. Das ist eine Bildgebung und das funktioniert letztendlich wie ein Scan. Das ist ein bisschen kompliziert, so ein bisschen Trigonometrie, aber der Abstand jedes Punktes auf der Rückenoberfläche zu einem optischen System aus Kamera und Diaprojektor kann genau berechnet werden. Und wenn man sehr viele Punkte da berechnet, dann kann man die Krümmungsverhältnisse auf der Rückenoberfläche sich darstellen lassen und dann kann die Wirbelsäulenform für die Abschätzung von Skoliosen oder Beckenschiefstellungen innerhalb von weniger als einer halben Minute sozusagen fast in Echtzeit dargestellt werden und wird dann parametrisiert, also mit Zahlenwerten versehen, sodass dem Athleten, dem Kunden gesagt werden kann, was wie auffällig ist. Und ist eine sehr aufschlussreiche Informationsquelle, wenn man im Screening guckt, wie die Wirbelsäulenform ist, um dann eine Beratung machen zu können, die auch in Richtung Trainingssteuerung oder Trainingsempfehlung gehen kann. Ein anderes Verfahren ist die Tensiomyographie. Die Tensiomyographie ist eine Sache, die hört sich erstmal rustikal an. Da wird minimäßig Strom auf einen Muskel abgegeben und dann wird über einen kleinen Sensor, so eine Feder, wird gemessen, wie stark die Muskulatur zuckt, wenn eine Mini-Stromstärke eingeleitet wird. Die Art der Zuckung kann dann genutzt werden, um zu gucken, wie vorbelastet, wie hart der Muskel ist, wie die Muscle Stiffness, also der Muskel Turgor und der Druck ist, ob es da Vorbelastungen gab, ob man Trainingspausen einlegen sollte, wie lange eine Trainingsbeanspruchung nachwirkt, damit der Muskel wieder normal zuckt. Das ist ein Teil einer bisschen aufwendigeren Diagnostik für ein Regenerationsmanagement, wie es für einen Hochleistungssport sinnvoll ist. Und das ist ein Verfahren, was zwar mit Strom arbeitet, aber trotzdem nicht invasiv ist, weil die Stromstärken so klein sind und auch innerhalb kurzer Zeit zu machen ist. Es ist keine hochgradig zeitaufwendige Untersuchung. Und das Ganze ist häufig eingebettet in leistungssportliche Zusammenhänge, sind aber auch ganz normale Menschen, die hier sportmedizinisch betreut werden und sich untersuchen lassen können. Ach, ganz gut. Jetzt besser. Nach dem